Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute steht für euch Folge 53 in den Startlöchern und wer eine oder einige viele von den anderen 52 Folgen verpasst haben sollte, den empfehle ich natürlich ganz klar hier unseren Kanal. Da findet ihr sämtliche Videos und natürlich auch Playlists, wo ihr hintereinander weg auch in Staffeln schauen könnt. Und ansonsten soll es heute hier mal wieder um ein Bahnbetriebswerk gehen. Was es damit genau auf sich hat, was man hier gemacht hat und was daraus geworden ist, das sehen wir ja zum Teil jetzt schon, aber mehr erfahrt ihr dazu gleich von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch ein ehemaliges Bahnbetriebswerk. Bahnbetriebswerke wurden ja hauptsächlich zum Instandsetzen und zum Warten von Lokomotiven, später auch von Diesel- und E-Loks genutzt, in einigen wie auch in Engelsdorf, wo wir ja erst vor kurzem ein Video hochgeladen haben. Wer das Video verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze natürlich jetzt hier oben rechts ein. Dort wurden zusätzlich auch noch Waggons für den Güter- und Personenverkehr instand gesetzt und später hat man dort sogar komplette Waggons montiert, also zusammengebaut. Allerdings geschah das dort nur, weil halt die Anlage auch um ein Vielfaches größer ist, wie die, wo wir uns ja jetzt hier befinden. Aber auch hier in diesem Bahnbetriebswerk wurden ab 1926 Instandsetzungen durchgeführt. Zu Beginn waren etwa 40 Mann hier mit Reparaturen, Wartungen und Prüfungen an Dampflokomotiven beschäftigt. Zu Hochzeiten nutzte der Rangierbetrieb bis zu 18 Dampflokomotiven verschiedenster Baureihen. Außerdem waren mit dem Werk noch drei andere Betriebsstellen außerorts hier diesem Bahnbetriebswerk unterstellt. Wodurch weitere 13 Lokomotiven auch noch hinzukamen. Die Anlage hier im Video besteht aus einem Ringlokschuppen mit 12 Stellplätzen und der dazugehörigen Drehscheibe. Außerdem gibt es einen Wasserturm, ein Stellwerk und natürlich den Verwaltungstrakt, in welchem die Personalplanung für den Lokfahrdienst, die Lokunterhaltung sowie dem stationären Personal stattfand. Insgesamt beschäftigte die Deutsche Reichsbahn an diesem und den anderen drei Standorten etwa 350 Mitarbeiter, wovon etwa 90 nur für den Rangier- und Lokdienst eingesetzt wurden. Der Rangierbetrieb wurde hauptsächlich für den örtlichen zivilen Bahnhof, ein Chemiewerk und für eine Kunstlederfabrik genutzt. Ab Mitte der 1960er Jahre verschwanden dann Stück für Stück die Dampflokomotiven, welche dann durch neue und effizientere Dieselloks der Baureihe V60, 100 und 200 ersetzt wurden. Ab Mitte, Ende der 1960er Jahre wurde die Zugehörigkeit des Werkes und seiner drei Betriebsteile neu zugeordnet. Ab 1969 war dann die Anlage nicht mehr eigenständig, sie unterstand nun einem anderen Bahnbetriebswerk und war ab sofort eine sogenannte Personaleinsatzstelle. Was eine Personaleinsatzstelle ist, darüber kann man nur spekulieren. Ich nehme mal an, das war so eine Art Bedarfswerk, wo man halt dann Leute hingeschickt hat, wenn man mal ein, zwei zu viel hatte oder wenn es keine Arbeit gab. Aber wenn ihr da Informationen habt, dann immer her damit. Ab den späten 80er Jahren fanden mit der Elektrifizierung so mancher alter Strecke auch mehr und mehr E-Loks im Haus Platz. Dann kam die Wende und Stück für Stück natürlich auch das Ende und damit auch der Zerfall der Deutschen Reichsbahn. Denn mit dem Zusammenschluss der Deutschen Bahn und der Deutschen Reichsbahn kam es zu Beginn der 90er in den meisten Bahnbetriebswerken in Ostdeutschland wegen Auftragsmangel und Überbesetzung vielerorts zu Schließungen, zum Stillstand und natürlich schlussendlich auch dann zur kompletten Stilllegung der Anlagen, sodass viele dann auch aufgelöst wurden. Vermutlich wurde diese Anlage hier 1994 komplett vom Dienst genommen, also aufgelöst.
1995 hat man dann hier die Drehscheibe und den Schlackenelevator, also eine Art Steigförderer zum unaufhörlichen Fortbewegen von Materialien, demontiert. Im selben Jahr kam dann auch noch die Stilllegung des Wasserturms hinzu. Bis 1999 wurde der Verwaltungstrakt noch durch die Deutsche Bundesbahn genutzt, seitdem liegt die Anlage allerdings brach. Ob das Ganze sich heute noch in Privatbesitz befindet, weil die Deutsche Bahn tut ja immer gut daran, das Zeug schnell loszuwerden, weil man sieht es ja vielerorts heute noch, dass die Anlagen sehr, sehr sich selbst überlassen sind, die Bahn keinerlei Lust hat oder auch Geld hat und auch nicht wirklich einen Sinn für diese Anlagen gefunden hat, weil einfach der Bedarf auch nicht mehr da ist. Ich meine, man muss ja einfach mal hier nach Leipzig gucken, wie viele technische Bahnanlagen es ja hier gab. Wir haben ja das Bahnbetriebswerk hier in Engelsdorf, wir haben das in Warn, wir hatten Bahnbetriebswerke für den Hauptbahnhof, für den Bayerischen Bahnhof, den Eilenburger Bahnhof, und nochmal zwei, drei andere richtig große Bahnbetriebswerke mit Ringlokschuppen. Und richtig in Benutzung sind davon, glaube ich, bloß noch zwei oder drei Stück. Und das sind die kleineren Werke. Also ist schon interessant, aber eigentlich muss man gerade diese älteren Anlagen, die sich stadtnah befinden, doch eher erhalten. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ich meine, so ein Ringlokschuppen, der bietet ja auch verschiedene Möglichkeiten für Ausstellungen und so weiter. Aber man hat ja mittlerweile hier auch angefangen, das ein oder andere wegzureißen und so ist ja auch hier das Bahnbetriebswerk Leipzig Hauptbahnhof Süd komplett abgerissen worden, obwohl es sich ja hierbei um das älteste Bahnbetriebswerk Deutschlands handelte. Wer dazu noch nichts wusste, noch nichts gesehen hat, dem blende ich dazu hier oben rechts mal das Video ein. Ich habe da nämlich die Chance gehabt, mal filmen zu gehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier von diesem Video, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann wird es allerdings hier um ein Wohnhaus gehen. Das kann ich euch jetzt schon an dieser Stelle sagen. Bleibt gesund, bleibt fit und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.